Leute, ihr habt gerade den Trailer gesehen zu meinem neuen Song, der nächsten Freitag rauskommen wird. Ab 13 Uhr hier auf meinem YouTube-Kanal. Donnerstag 23.59 Uhr wird er schon auf Spotify erhältlich sein. Für die richtigen Hardcore-Fans wie KuchenTV, ihr wisst es, das neue Album, das am 10.09. erscheinen wird, Summer Vibes 4, widme ich meinem guten Kollegen KuchenTV, Leute. Er hat sich neue Musik gewünscht. Indirekt, jetzt kriegt er neue Musik, Leute. Ja, also ab sofort jeden Freitag 13 Uhr ein neuer Song auf meinem YouTube-Kanal und jeden Donnerstag 23.59 Uhr auf Spotify. Ich hoffe, ihr hört rein, Leute. Ich würde mich sehr freuen. Ihr wisst es, Leute, Till FIFA Gaming heiße ich auf Spotify, iTunes, Amazon Music und Co. Einfach hier auf Folgen drücken, dann verpasst ihr keinen Song mehr. Solange könnt ihr natürlich die ganzen alten Songs hören. Ihr wisst es, Summer Vibes 1, Summer Vibes 2, Summer Vibes 3. Es gibt doch nichts Besseres. Hört in die Alben rein, Leute. Und ich hoffe, ihr seid Donnerstag ab 23.59 Uhr am Start. Meiner Meinung nach mein bestes Song bislang, nach Ibiza wird er heißen. Dann schauen wir mal, ob euch das Ganze gefällt, Leute. Wir starten ins Video. Bleibt bis zum Schluss dran. Let's go. 3, 2, 1. Nase des Packlachs. Let's go. Let's go, let's go. Ab geht die Post. Ist es was Freshes oder nicht? Wir werden es jetzt gleich sehen. Ab geht's. Komm on, Brasilien. Linker Flügel oder so. Torwart. Digga, warum? Wir haben schon alles von diesen Packs gezogen, Alter. Meine Fresse, Alter, wie oft schon Alisson? Ich meine, ist immer nice eigentlich. Alisson ist immer nice. Ist immerhin besser, als wenn du hinter so ein 86er ziehst. Fällt direkt tot um, der Alisson. Das Ding ist, es gibt halt 6 oder 7 normale Gold-Torhüter, die einen Walkout haben. Das Ding ist, du kriegst in diesen 85er-Packs so oft einen Torhüter-Walkout. Bringt dir in den meisten Fällen nicht viel. Das Einzige ist, sie haben alle ein High-Rating. Das ist das einzige Positive, muss man sagen. Die haben ein hohes Rating, falls man irgendwie Icon-SBC mal irgendwann machen sollte oder so. Aber so oft schon Alisson gehabt. Das, und es hat noch eine zweite gute Sache. Erste gute Sache für Icon-SBCs irgendwie, was auch immer. Zweite gute Sache, sagen wir mal, zweite gute Sache ist natürlich ein stabiler Torwart. Wollte ich eigentlich nie sagen, aber ist auch so. Und dann sind wir schon bei der dritten guten Sache. Dahinter können natürlich jetzt noch einige High-Rated-Spieler beziehungsweise einige Walkouts. Einige Walkouts, High-Rated-Spieler. Ich sag mal, mein Tipp ist, dahinter ist noch ein 88er, ein 86er und zwei 85er. 3, 2, 1, let's go. Also, was hatte ich gesagt? Ein 88er, ein 86er, zwei... Oh, Digga, 5 Walkouts in einem Pack, kein einziger 85er. Brudi, das erlebt man auch nicht so oft. Aber 4 86er, dein Ernst? Digi, 4 86er. Der erste hat 90, Alisson hat 90 und dann kommen 4, 6 und 8. Leute, bevor wir zum zwei seltenen Spielerpack kommen, erstmal nochmal saftig Willkommenspack. Was gibt Besseres als ein saftiges Willkommenspack? Leute, lasst mir mal gerne ein Like da, lasst ein Abo da, falls ihr mich abonniert habt. Ihr wisst es doch. Gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Ich hoffe, ihr seid dabei. Holland, links Mittelfeld. Nee, das ist nicht bei Bergmann. So, nicht Pommes, sagt der 83er. Geht, Alter. Geht, bin ich mir zufrieden, muss ich sagen. Geht klar. Bergwein. Ja, gerne abonnieren, Glocke aktivieren, schreibt gerne wie immer rein, was ihr aus euren Packs gezogen habt. Ich bin gespannt, Leute, noch eine saftige Icon-Maradona nehmen wir mit. Und Leute, dann gönnt euch die nice Designs in Orange, Blau, Rot, Grün, Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice LED-Lampen und vieles mehr. Ihr wisst es, mit nice Pulli direkt doppeltes Packler. Ich zeig's euch doch direkt. Let's go. Also schreibt gerne rein, was euer bester FIFA 21 Spieler war, den ihr bislang gezogen habt. Mal schauen. Spanien. Oh mein Gott, nicht was Sergio Busquets. Rudi. Oh mein Gott, Rodri, Alter. Come on, ey. Manchmal sind diese Packs so traurig, Alter. Digi. 285er, Alter. Korrekt. Wäre Busquets gewesen, wäre wenigstens 87er gewesen. Er hätte vielleicht noch ein 86er drin sein können. Aber nein, Rudi, er ist böse. Rodri, Digga. Er ist der andere 85er. Digga, warum wird Pjanic vor Rodri angezeigt, Alter? Na gut, bei Pjanic wäre noch bitterer gewesen. Bei Rodri hatten wir wenigstens noch kurz die Hoffnung, dass Busquets werden könnte. Bei Pjanic, bei Bosnien weiß ich schon direkt Pjanic. Alles im Verein, direkt in der Est. Leute, Portugal! Leute! Digga! Bruder! Cristiano Ronaldo! Bruder! 99er Porsche Pack! Cristiano Ronaldo! Bruder!
Ich sehe nur Portugal. Ich schmetter die Aufnahme an. Digga. Digga. Das war's wieder. Das war's wieder, ey. Cristiano Ronaldo, 99er. Schmeckt. Bruder, kann man mal machen. Was ein Vorschau-Pack, Digga. Leute, ihr habt gesehen, was passiert ist. 99er Cristiano Ronaldo Summerstar im 100k Vorschau-Pack. Ich könnte ihn jetzt kaufen. Dann hätten wir um die 5 Millionen Münzen, habe ich mir gedacht. Wäre chillig, wäre aber ein bisschen zu leicht. Wir machen das Ganze anders, das ist eh Ende von FIFA. Wir machen Challenges, Leute. Wenn ihr Bock drauf habt, lasst ein Like da, Leute. Macht die 1000 Likes voll, dann weiß ich, dass ihr da Bock drauf habt. Dann werden wir das auf jeden Fall sehr, sehr nice aufziehen, Leute. Und wie immer, Leute, schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was ihr aus eurem besten Vorschau-Pack gezogen habt. Ich denke mal, ihr nehmt die auch jeden Tag mit, ne? Schreibt es gerne mal unten rein, Leute. Checkt immer noch gerne meinen Shop aus, Leute. Gönnt euch die nice Designs in Orange, Blau, Rot, Grün, Kissen, Tassen, Torbeutel, vieles mehr. Ihr supportet mich, wie immer, ihr wisst es. Und wenn ihr die nice Sachen anhabt, habt ihr direkt verdoppeltes Packlack am Start. Ihr seht es, Leute. Cristiano Ronaldo ist doch direkt der Beweis. So sieht's aus, Leute. Wir werden Folgendes machen. Wir haben jetzt knapp 5 Stunden Zeit. In diesen 5 Stunden werde ich Challenges aufnehmen. Die werdet ihr in den nächsten Tagen sehen. Ich werde euch am Anfang natürlich immer erklären, was die Challenge ist. Das werden verschiedene Sachen sein. 194er Draft Challenge, 195er Draft Challenge, ein 95er Plus aus einem gewissen Pack ziehen. Das werden keine leichten Challenges werden, ja. Wir müssen mindestens 50% von diesen Challenges schaffen. Am Ende, um 19 Uhr, werde ich heute Abend pünktlich hier sein und werde entweder dieses Pack kaufen, wenn wir die Challenges bzw. mehr als 50% geschafft haben. Wenn wir weniger als 50% geschafft haben, muss Cristiano Ronaldo oder müssen wir das Pack ablaufen lassen und dürfen ihn nicht kaufen. Es werden, wie gesagt, keine leichten Challenges werden. Es wird sehr, sehr interessant werden. Ich hoffe, ihr Bock drauf. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein in die erste Challenge. Ich werde euch jetzt im Anschluss erklären, wie das Ganze aussehen wird. Let's go. Leute, ihr wisst, was die Aufgabe war. Wir mussten mehr als 50% der Challenges schaffen. Wir haben es nicht gepackt. Das heißt, wir müssen das Vorschau-Pack mit Cristiano Ronaldo ablaufen lassen, Leute. 99er Cristiano Ronaldo um die 5 Millionen Münzen. Das ist bitter, Digga. Das ist sehr, sehr bitter. 40 Sekunden, danach ist das Pack abgelaufen. Ja, wir könnten es jetzt noch, könnten wir es kaufen. Wir gehen nochmal in die Pack-Vorschau rein. Allerdings in 30 Sekunden nicht mehr. Das ist einfach bitter, Alter. Einfach ein 99er Cristiano Ronaldo. Ich meine, dieses Ende von FIFA, okay, gut, klar. Aber es tut natürlich trotzdem weh. Es tut natürlich trotzdem absolut weh. Die letzten 15 Sekunden. Dann kommen um 19 Uhr neue Packs. Und damit sind dann die alten Packs weg. Und damit ist die Chance auf Ronaldo weg. 4, 3, 2, 1, let's go. Pack abgelaufen. Neue Packs sind da, Digga. Wir gehen nochmal einmal raus zum Aktualisieren und wieder rein. Zack. Neue Packs sind da. Das war's, Leute. 5 Millionen Münzen. Knapp 5 Millionen Münzen. 99er Ronaldo, Digga. Mach's gut.